Uiuiuiuiuiui. Na los, runter. Und dahin. Uiuiui. Uiuiui. Und wieder runter. Zur Seite. Runter mit dir, du. Ich hab keine Lust mehr. Ich hasse Krieg. Nein, ich will nicht. Autsch. Autsch. Mein Hintern. So. Hier verstecke ich mich jetzt. Puh. Kann ich die auch von hier abknallen? Durch die Gitter da. Ah, ich muss da wohl hin. Mal durchatmen. Und es sieht irgendwie geil aus. Zauberstab, ich guck dich an. Oh, du bist so geil, Zauberstab. Aber ich könnte dich den ganzen Tag anschauen, ey. Mit meiner komischen, faltigen Fresse, ey. Okay, das reicht. Ich muss jetzt weiter. Hier, dahinter. Dahinter muss... Und wieder verschnaufen. Kamera Close-up. So. Aber man nicht. Es reicht jetzt, Kamera. Super! Mäm, mäm, mäm. Schieß dir in die Fresse. Was ist das jetzt? Okay. Okay. Hier in die Ecke. Okay, hier ist nix. Warum flüster ich eigentlich? Oh, jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich immer so ein bisschen aufgeregt. Nur so ein bisschen. Glitzerzeug. Beschleunigungsstreifen. Yeah. Fehlt hier nicht noch eine Person zum Befreien? Oder bin ich irgendwie falsch gelaufen oder so? Das sah gerade nicht so aus, als ob das ein Atomkraftwerk ist, sondern so ein Kinderspielplatz mit so einem Drehdingsi da. Wie auch immer man das nennt. Drehdingsi. Ist auch ein Fachbegriff. Genauso wie Mausrad. Hier liegt noch was. Das sammle ich ein. Huch! Außer sehr die falsche Taste gedrückt. Expecto Patronum ist ganz schön episch. Expecto Patronum! Geil. Oh, das kommt bestimmt, wenn ich das jetzt mit ganz tollen Lautsprecher an und sowas gespielt hätte, dann wäre das bestimmt voll der Subwoofer-Zerstörer gewesen. Noch einmal. Expecto Patronum! Also solche Geräusche liebe ich ja irgendwie. Dieses Bzzzm im Hintergrund. So wie bei Krieg der Welten, da dieses Geräusch, wenn die drei Beine die Tripods schießen. Noch einmal. Expecto Patronum! Schon so ein bisschen geil. Oh, das habe ich in der Vorschau gesehen. Und da habe ich gedacht, oh, ist das dumm, ey. Haben auch ganz viele gesagt, oh, das ist voll wie so eine hier Call of Duty Map. Und das stimmt. Aber deswegen nicht unbedingt gut. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist bestimmt einer von den Electronic Arts Programmierern oder was auch immer, hat so gedacht, so, ey, ich finde Shooter voll toll. Lass uns mal einen Harry Potter Shooter machen, so, das wird so voll der Hit und so, dann werden die Kids das auch spielen. Aber so doof sind die Kids nicht. Aber ich bin so doof, ne? Und ich spiel das. Aber wo seid ihr denn da unten? Man kann sich hier auch nirgendwo verstecken. Da. Ah, das ist ein ganz blöder Platz. Wie das ist so geil hingefallen. Platsch! Die Schimmel auf Fresse hingelegt. Oh. Die Schatten sahen. Oh, oh. Richtig schön pixelige Schatten da im Hintergrund. Das finde ich ja jetzt nicht so geil. Super! Ich schieße euch jetzt alle von hier oben tot. So. Und jetzt kurz hier hinter verstecken. Damit ich mich entgraue wieder. Okay. Bäm, 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 bäm. Durchatmen. Und los. Ist immer noch nicht tot. Der Arsch. Und Last One. Stirb. Stirb.
Alle tot? Alle tot? Okay, die epische Musik hört auf. Oh je. Wer bist du denn? Jetzt steht ihr da. Stoop! Du bist auch so ein Stoop. Einsammeln. Was auch immer das bringt. Ob ich dann irgendwie schöner werde oder so. Oh no. Super! Hem, hem, hem. Ich mache mir gar nicht die Mühe, mich zu verstecken. Danke für die Hilfe. Ja, bitteschön, ne? Kein Ding. Bin nur fast gestorben. Super! War's das? Ich habe erst zwei gerettet. Das heißt, ich muss noch dreimal so kampfmäßig was erleben. Was ist jetzt, wenn ich unterwegs jetzt einen vergessen habe? Muss ich dann ganz zurückrennen? Oder? Ich verstecke mich lieber hier. Hier passiert bestimmt gleich irgendwas. Das geht ja gar nicht. Hier? Ich verstecke mich mal bei diesen hochexplosiven brennbaren Fässern. Das ist bestimmt sicher. Super! Bam, bam, bam. Okay, wo gehe ich jetzt nächstes hin? Ich muss mir einen guten Versteck suchen. Oder einfach hier stehen bleiben und hoffen, dass ich die eher töte als mich. Hier? Hier? Hier in Deckung gehen? Nee. In die Fresse! Bam, Headshot. Ich will den da abschießen. Bei dir schieße ich den Gürtel ab. Oh Gott, es wird wieder grau. Du oder ich? Ich, Bitch. Ich gehe wieder hier hinter zu den Fässern. Okay. Ich laufe immer weiter. Mal sehen, ist hier irgendwas? Da habe ich was vergessen einzusammeln, aber ist auch egal. Weiß ich nicht, wozu das gut ist. Wird ja auch nicht so richtig erklärt. Da steht nur so, ja, klick jetzt das, um das und das einzusammeln. So toll. Was ist das? Irgend so ein Trank. Bei Stärkungstrank weiß ich Bescheid, was es ist. Das hat dann irgendwas mit Stärke zu tun. Aber so Diptam-Essenz. Ach so, Diptam-Essenz ist ja das, was Hermine da auf Rons mega Fleischwunde geträufelt hat. Die Ohrentropfen oder was das war. Ich höre was, da hat sich jemand gerade hinappariert oder so. Wieder hier verstecken. Oh, da steht ja jemand. Vielleicht haben sie mich noch nicht entdeckt. Wieso flüster ich schon wieder? Super! Ach, super, Harry. Schießt dann schön auf die Kiste, so. Ach. Liegt das jetzt an der Kamera oder daran, wie er steht? Super! Okay, dann eben von dieser Seite. Super! Der schießt auf die Kiste, der Spasti, ey. Stecke ich mich eben hier hinter. Gut, dann eben auch nicht hier, dann eben hier. So, dass sie schön mir auf den Kopf ballern können, ey. Noch ein bisschen. So. Bim, 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 bim. Boah! Steh wieder auf, Penner. Und wieder dahin. Sei keine Memme. Und den nächsten. Busch, 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 busch. Super. Ist mir jetzt egal, wenn ich keine Deckung habe. Weiter. Keiner mehr. Die Musik ist noch nicht vorbei. Da stehen noch welche. Das stirbt schon. Die Musik hat aufgehört. Das heißt, ich bin in Sicherheit.